Hallöchen. No pressure, jetzt muss ich überhaupt nicht charmant sein oder so. Ganz cool, kein Problem. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Lars. Vielen Dank, dass ihr da seid. Mein Vortrag heißt Everyday Heroes und mit diesen Everyday Heroes, mit diesen Alltagshelden und Heldinnen seid ihr gemeint, denn wir alle können jeden Tag die Welt verbessern und retten und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Aber zuerst mal eine Frage. Wer von euch wollte vielleicht als Kind Heldin oder Held werden? Superheld werden? Irgendwer? Ja? Okay. Traut euch ruhig. Hi. Was war denn deine Heldin der Wahl oder Held der Wahl? Eine Tierfarm in Afrika. Okay. Wow. Gab es irgendjemand mit irgendwie Comic-Heldin oder Comic-Held? Irgendwas? Wonder Woman. Wonder Woman. Hervorragende Wahl. Batman. Okay. Hervorragend. Also, mein erster Berufswunsch, und das stimmt wirklich, war Power Ranger. Wobei, gut, die sehen jetzt eher aus wie Minions mit Fetisch, aber ist auch egal, weil mittlerweile möchte ich auch kein Power Ranger mehr werden, weil ich auch nicht mehr in den Anzug passen würde, aber das ist auch ein anderes Thema. Deswegen, mir ist aufgefallen, dass wir auch Superhelden sein können, ohne Superkräfte und ohne dickes Bankkonto wie Batman. Es ist super einfach, die Welt zu retten und wie das geht, darüber sprechen wir heute. Aber erstmal eine Frage, wer von euch glaubt eigentlich, dass wir die Welt retten müssen? Ja, cool. Vielen Dank. War ein sehr schöner Vortrag. Vielen Dank. Nein, okay, wer glaubt, dass ich übertreibe? Wer glaubt, das ist eigentlich alles cool? Okay, hervorragend. Ihr seid schon super großartig. Ich glaube in der Tat auch, dass wir die Welt retten müssen und dass es wirklich, wirklich an der Zeit ist. Und deswegen stehe ich auch heute hier. Ganz kurzer Vorbemerkung. Ihr dürft sehr gerne Fotos machen. Ihr dürft die Folien gerne abfotografieren. Aber als Info am Schluss gibt es auch meine gesamte Präsentation als Video nochmal als Link und meine gesamten Quellen findet ihr auch als Link am Ende der Präsentation. Das heißt, wenn ihr irgendwas noch nicht ganz schlüssig fandet oder irgendwas selber weiter recherchieren möchtet, ihr findet alle meine Quellen am Schluss der Präsentation. Wer bin ich überhaupt? Was bin ich überhaupt hier, dass ich hier stehe und es wage, mit euch zu sprechen? Mein Name ist, wie gesagt, Lars, ich bin 32 und ich bin vom Beruf Schauspieler. Das heißt, ich kann eigentlich nichts außer reden. Aber das ist mir eben auch sehr wichtig und deswegen mache ich das heute hier. Habe unter anderem für diese Herrschaften gearbeitet, weil ich vor allem im Synchronbereich tätig bin, also vor allem vor und hinter Mikrofon als Sprecher und Synchronregisseur und mache seit Mitte 2017 den Veggie World Podcast. Der kommt seitdem jeden Montag neu, ist ganz umsonst und da spreche ich über Veganismus, über soziale Gerechtigkeit und über das Weltretten. Habe da mittlerweile, ich glaube, über 60 oder 70 Interviews. Wir haben über 100 Folgen mittlerweile und über 250.000 Downloads und sind damit einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Vegan-Podcasts, worüber ich ein bisschen stolz bin. Und das Ganze geht natürlich nicht alleine. Und ich habe neben einem wundervollen Team und einer wundervollen Recherche-Dame, nämlich meiner Frau, habe ich wundervolle Gäste, zum Beispiel Sophia Hoffmann und Nico Rittenau kommt man ja auch nicht drum rum, der ist wie ein Kaugummi unterm Schuh, der Mann. Oder auch, wo sind sie? Gordon Aljoscha von Vegan ist ungesund. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Interviews. Also hört sehr gerne mal rein. Es ist, wie gesagt, komplett kostenlos. Keine versteckten Kosten. Ich versuche euch nicht zu verkaufen. Super easy. 2012 habe ich einen Sprung gemacht, in dem ich einen Vortrag gesehen habe, was mich auch dazu motiviert hat, heute hier zu stehen mit einem Vortrag. Ich habe nämlich den Talk gesehen von Dr. Richard Oppenlander. Das ist kurioserweise ein Zahnarzt aus den USA. Der hat auf YouTube einen anderthalbstündigen Vortrag, wo er über den Zusammenhang unseres Konsums mit dem Effekt auf unsere Umwelt spricht. Gibt es immer noch online. Und der hat auch einige Bücher geschrieben, die auch teilweise als Quelle für den Vortrag heute dienten. Und der hat mich zum Nachdenken gebracht, weil ich dachte, ey, ich bin doch Umweltschützer, ich halte mich für eine nachhaltige Person. Aber irgendwie, was der da erzählt, so kann ich nicht weitermachen. Und deswegen habe ich dann zusammen mit meiner Frau umgestellt und ein Jahr später ungefähr haben wir uns dann das vegan Etikett auf die Stirn geklebt und haben gesagt, ungefähr jetzt sind wir, glaube ich, vegan. Und das hat zu einigen Dingen geführt. Das Wichtige ist, und das ist mir wirklich wichtig hier zu sagen, es geht mir heute nicht darum zu sagen, dass Veganer bessere Menschen sind oder dass wir sagen, wenn wir Tofu-Wurst essen, sind wir super geil. Das stimmt zwar, aber es geht nicht darum, dass wir sagen, dass wir bessere Menschen sind. Wir sind schon ziemlich geil, wenn wir Tofu-Wurst essen, ehrlich gesagt, aber es geht darum, dass wir alle in einem Boot sitzen. Egal, ob wir Fleisch essen oder nicht, egal, ob wir vegetarisch oder vegan leben, wir sitzen alle in einem Boot und deswegen möchte ich hier niemandem auf die Füße treten, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam die Probleme erkennen, die wir haben und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Und als letzter Disclaimer vorneweg,
Die erste Hälfte meines Vortrags wird relativ düster, weil ich den Zustand unseres Planeten jetzt erkläre. Danach werde ich aber so ein bisschen aus dem Lande Mordor herauskommen und wieder etwas Besseres präsentieren, nämlich die Lösung, wie wir unseren Planeten retten können. Also legen wir los. Und ich ziele immer in die falsche Richtung. Zuerst mal möchte ich über das Wort Nachhaltigkeit sprechen. Das ist ja in aller Munde heutzutage. Nachhaltigkeit wird inflationär oft benutzt, dieser Ausdruck. Und deswegen nervt er mich auch ganz schön, denn er wird mittlerweile eigentlich bei jeder Firma irgendwie durch die Gegend geschmissen. Ob das jetzt der 1-Euro-Laden Teddy ist, der eine Nachhaltigkeitskampagne hat, während er gleichzeitig giftige Produkte und Artikel aus dem Sortiment nimmt, oder ob das meine Lieblingsfirma Nestle ist, die eine riesige Nachhaltigkeitskampagne auf ihrer Seite hat, während sie gleichzeitig Menschen Wasser abpumpt. Und ich habe ein Problem mit dem Wort selbst, denn Nachhaltigkeit bedeutet per Definition, dass wir Dinge einfach nur nicht schlimmer machen, als sie jetzt schon sind. Ich finde, wir sollten aber ein höheres Ziel haben. Ich finde, wir sollten regenerativ arbeiten und die Dinge möglichst besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Und das ist so ein bisschen mein Ziel. Was hat also unser tägliches Frühstück, Mittagessen, Abendessen mit unserer Umwelt zu tun? Was hat unser Frühstück zum Beispiel mit den über 800 Millionen Menschen ohne sauberes Trinkwasser zu tun oder mit den über 2 Milliarden Menschen ohne ordentliche Sanitäranlagen? Was hat unser Essen mit den über 800 Millionen hungernden Menschen weltweit zu tun oder mit den über 2 Milliarden mangelernährten Menschen? Was hat unser Frühstück, Mittagessen, Abendessen mit dem Massensterben an Delfinen, Walen, Meeresschildkröten und Haien zu tun? Es ist natürlich eine Fangfrage, eine ganze Menge. Es ist ein Kreislauf und den werden wir jetzt mal im Detail erkunden. Und dieser Kreislauf fängt mit einer riesigen Zahl an, nämlich mit 7,7 Milliarden. Denn so viele Menschen sind wir momentan circa auf dem Planeten. Und jeden Tag kommen ca. 200.000 Menschen dazu. Das ist nicht die Geburtenrate, das ist schon die Sterberate abgerechnet. Das heißt, wir werden wirklich jeden Tag 200.000 Menschen mehr circa, also jede Werkwoche 1 Million Menschen mehr auf dem Planeten. Das sind eine Menge Menschen. Und diese Menschen wollen natürlich ernährt werden. Das heißt, für diese 7,7 Milliarden Menschen züchten, halten und schlachten wir jedes Jahr ca. 70 bis 75 Milliarden Landtiere und fangen ca. 2,3 Billionen Fische. Also 2.300 Milliarden Fische. Und dazu kommen noch mal etwa 160 Milliarden Fische aus der Fischzucht oder Aquafarmen. Circa 88,4% der Menschen weltweit oder auch hier in Deutschland ernähren sich mischköstlich, also Fleisch, Fisch, alles was dazugehört. Circa 10% ernähren sich vegetarisch und circa 1,6% ernähren sich rein pflanzlich, also vegan. Bei dem Konsum, den wir momentan haben in Deutschland, bräuchten wir 3,2 Planeten Erde. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, mir ist es sehr spät aufgefallen, wir haben leider nur eine. Und das Tolle ist, wir können das auch ungefähr nachrechnen, was wir eigentlich als Person so an Fußabdruck haben, an Ressourcenverbrauch. Und das könnt ihr nachrechnen auf footprintcalculator.org und Earth Overshoot Day. Wer von euch hat schon mal vom Earth Overshoot Day gehört? Wow, Berlin, ihr seid so gebildet, geil. Okay, wer es noch nicht kennt, kein Problem. Der Earth Overshoot Day ist der Tag im Jahr, an dem die Ressourcen dieses Jahres aufgebraucht sind und ab da leben wir auf Pump. Das war letztes Jahr noch der 8. August, dieses Jahr war es der 29. Juli, in Deutschland war es der 2. Mai, weil wir einfach deutlich mehr Ressourcen verbrauchen als der Weltdurchschnitt. Wenn wir nach Australien oder Amerika schauen, dann würden wir über 5 Planeten Erde verbrauchen und das ist einfach zu viel. Die Tierhaltung weltweit verbraucht über ein Drittel unseres Trinkwassers und verbraucht 80% unserer Agrarfläche. Über 45% der weltweiten eisfreien Landmasse wird ausschließlich für die Tierhaltung verwendet. Aber dafür bekommen wir auch was zurück. Achso, nee, nicht das, das sind menschliche Exkremente. Das hier. Das 130-fache an Exkrementen von dem, was wir als Menschen jemals produzieren würden. Und allein in Deutschland sind das 200 Millionen Kubikmeter Exkremente, die wir so generieren, mit der Tierhaltung. Das ist ein Riesenhaufen Scheiße. Aber der gibt uns auch was zurück, nämlich Klimagase. Circa 18% Klimagase weltweit werden rein aus der Tierhaltung erzeugt. Die Zahlen gehen hier super weit auseinander. Der Vortrag ist von mir selbst recherchiert. Ich bin kein Wissenschaftler, ich habe nur 2 Monate investiert, um diesen Vortrag zu recherchieren. Ich habe irgendwas zwischen 14 und teilweise 51% Klimagasen rausgefunden. Die Zahl, die ich am meisten gefunden habe, waren 18% und das war so das Stabilste. Egal wie viel es ist, ob es 14% sind oder 20%, es ist mehr als sämtliche Verkehrssektoren zusammen. Also mehr als sämtliche Flugzeuge, Bahnen, Kreuzfahrtschiffe, Autos, alles zusammen. Es ist definitiv zu viel.
Und wir sind allein für 65% des weltweiten Stickstoffoxids, genauer gesagt, verantwortlich. Und Stickstoffoxid ist ein Klimagas, was ein CO2-Äquivalent ist. Das ist aber 296 Mal so schlimm wie CO2 und braucht auch über 100 Jahre, um abgebaut zu werden. Also es geht hier nicht nur um CO2, sondern auch um andere Gase, die aus der Tierhaltung kommen. Okay, essen wir jetzt also nur noch Bio. Das wäre schon mal ein guter Schritt. Ich höre relativ oft, dass wir nur noch Bio essen. Ja, wenn ich esse nur noch ganz wenig Fleisch und wenn, dann nur vom Biometzger um die Ecke meines Vertrauens. Ich frage mich, warum wir nur Biometzgern um die Ecke vertrauen. Ich weiß es nicht. Aber wir essen insgesamt deutlich weniger Bioprodukte, als wir denken. Nämlich nur ca. 1,5% Biotierprodukte in Deutschland. Das ist deutlich weniger, als ich dachte auf jeden Fall. Und das soll nicht heißen, dass wir nicht mehr Bioprodukte zu uns nehmen sollten. Bio ist erstmal ein super Schritt auf jeden Fall. Das Problem ist, dass Bioprodukte generell ressourcentechnisch nicht unser Problem lösen. Denn Tiere, die nach der EU-Ökolandbauverordnung gehalten werden, verbrauchen mehr Land, verbrauchen mehr Futter und mehr Wasser, weil sie einfach auch länger leben. Das heißt, ressourcentechnisch ist Massentierhaltung effizienter, was nicht heißen soll, dass Massentierhaltung super ist. Und schauen wir uns mal ganz kurz den Vergleich an. Wie groß ist eigentlich der Unterschied zwischen Bio und Nicht-Bio? Es gibt ja das wundervolle Tierwohl-Label jetzt. Hat jemand von euch vom Tierwohl-Label gehört? Gibt's jetzt großartige Sache. Da sehen wir den Unterschied zwischen so der Klasse 1 Stallhaltung, wo so ein Schwein durchschnittlich 75 Quadratzentimeter zum Leben hat. Und zwar nicht zum Netflix gucken, sondern wirklich zum Leben. Sein Leben lang. Und das verglichen mit der Klasse 4 Premium-Bio-Streichelhaltung. Da hat ein Schwein 1,5 Meter Lebensraum und ca. 67 Quadratzentimeter Lebensraum Außenfläche. Da stellt sich die Frage, wie viel ist das jetzt wirklich besser und macht das jetzt den Kohl irgendwie fett? Oder können wir einfach direkt drauf verzichten? Okay, essen wir also nur noch ganz wenig Fleisch. Sagen wir einmal die Woche. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein super Schritt, wenn wir nur noch ein Siebtel unseres Fleischkonsums haben würden. Gleichzeitig essen, wie gesagt, sehr viele Menschen weltweit Fleisch. Und wir würden immer noch ca. 10,7 Milliarden Landtiere jedes Jahr schlachten. Wir würden immer noch 328 Milliarden Fische fangen. Wir hätten immer noch 114 Millionen Hungernde auf der Welt, wobei die dann vielleicht sogar ein bisschen was abkriegen würden. Aber wir würden auch immer noch das 18-fache an Exkrementen durch die Tierhaltung erzeugen, von dem, was wir als Menschen jemals produzieren könnten. Das heißt, weniger Fleisch essen, definitiv ein guter Schritt, löst aber nicht unser Ressourcenproblem. Und wenn ihr sagt, okay, ich würde ja mehr so Sojaschnitzel essen, aber Soja zerstört ja den Regenwald. Jein. Soja ist in der Tat für Regenwaldabholzung sehr viel verantwortlich, allerdings auch da für die Tierfuttermittelproduktion. 80% des in Südamerika angebauten Sojas landet als Tierfuttermittel, auch in Europa. Und ca. 15% landen als Öle in zum Beispiel Kosmetika und nur ca. 5% landen in menschlichen Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Tofu und Co. In Europa und in Deutschland konsumieren wir allerdings hauptsächlich auch europäisches Soja. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, ich würde ja Sojaschnitzel essen, aber die armen Regenwälder, wir können ruhig Tofu essen, das macht die Regenwälder nicht kaputt, im Gegensatz zu Tierprodukten. Jedes Jahr verbrennen wir Regenwälder von einer Fläche von 137.000 Quadratkilometern. Das ist die Fläche von NRW, Baden-Württemberg und Bayern, die wir jedes Jahr in Brand stecken. Gut, jetzt sind wir hier in Berlin. Ja, aber ich wohne in Düsseldorf, ich finde das nicht so geil. Ja, und momentan ist es natürlich noch deutlich schlimmer, aber da komme ich gleich nochmal ganz kurz drauf. Jetzt erzeugen Bäume und Regenwald natürlich kein kostenfreies WLAN, können uns also relativ gestohlen bleiben, denken wir. Aber sie erzeugen eben ein Fünftel unseres weltweiten Sauerstoffs. Wenn diese Regenwälder nicht mehr da sind, was sollen wir da machen? Sollen wir uns abwechseln mit Atmen? Ich weiß es nicht. Und es wird davon ausgegangen, dass 50% sämtlicher an Land lebenden Tier- und Pflanzenarten ausschließlich in Regenwäldern leben. Wir haben ganz viele Tier- und Pflanzenarten noch nicht mal erforscht, aber das hält uns nicht davon ab, dass 137 davon jeden Tag sterben und für immer ausgerottet werden. Und das ist nur eine Schätzung, denn wir wissen noch nicht mal, wie viele Tier- und Pflanzenarten es wirklich gibt. Okay, essen wir also kein Fleisch mehr. Kein Fleisch mehr in 15 Minuten, gar nicht schlecht. Gut, aber Fisch essen wir noch, weil Fisch ist gesund und überhaupt, Fische sind auch leise, wenn sie sterben und das Meer ist ja auch nur so blauer Rand vom Strand und so, ist nicht so wichtig. Aber die Fischerei richtet eben auch eine ganze Menge Schaden an. Ich habe eben schon gesagt, ca. 2,3 Billionen Fische werden jedes Jahr gefangen und dazu kommen die 160 Milliarden Fische aus der
Fischzucht oder aus Aquafarmen. Allein ein Drittel der gefangenen Fische landet allerdings als Fischfutter in unseren Aquakulturen. Das ist auch sehr effizient. Und das sind auch nur die Fische, die im Netz landen sollen, denn pro Kilogramm Fisch, was im Netz landen soll, landen auch noch 5 Kilogramm Beifang in diesen Netzen. Also Fische, die einfach mit eingefangen werden und die dann nicht direkt mitverwertet werden, sondern oft einfach tot oder verletzt im Meer oder im Müll landen. Und das sind jetzt nicht auch nur Fische, die uns kulturell erstmal egal sind, das sind auch Typen wie Flipper. Ja, und Flipper ist da nicht alleine, denn jedes Jahr verfangen sich in Walfisch, in Walnetzen oder in Fangleinen, in Fischernetzen ca. 300.000 Wale und Delfine. Dazu kommen 250.000 Meeresschildkröten, 100.000 Albatrosse und 100 Millionen Haie. 40 Millionen Haie landen in der Haifischflossensuppenindustrie. Denen werden dann die Flossen abgesägt und die werden ohne Flossen wieder ins Meer geschmissen, wo sie dann qualvoll verenden. Und 60 Millionen Haie landen als Beifang in den Netzen. Und Haie haben bei uns erstmal einen schlechten Ruf, durch Steven Spielberg und Co., vielen Dank. Aber Haie sind extrem wichtig für die Gesundheit unserer Korallenriffe zum Beispiel, die eh schon sehr leiden. Und wenn Haie aussterben und dezimiert werden, dann haben unsere Korallenriffe ein noch größeres Problem. Da frage ich mich, wie es sein kann, dass selbst Tierschutz- und Naturschutzorganisationen wie WWF und Greenpeace immer noch Fischeinkaufsratgeber als Apps haben. Ich war am Anfang der Woche im neuen Tarantino-Film und habe einen WWF-Spot gesehen über nachhaltiges Fischen. Und ich habe sehr geflucht, weil ich nicht glauben kann, dass wir Fischerei immer noch als nachhaltig ansehen können, wenn 85% weltweit aller Fischgründe bereits erschöpft sind oder kurz davor sind, zusammenzubrechen. Und das ist allein die Fischindustrie, denn wir haben durch unsere Tierindustrie an Land auch über 500 Todeszonen weltweit in den Meeren, die komplett nitratverseucht sind, durch die ganzen Exkremente, die ich eben erwähnt habe, wo einfach auch fast nichts mehr lebt, weil sie so nitratverseucht sind. Und wer soll das auch kontrollieren, wenn es 4 Millionen Fischerboote gibt, die jeden Tag rausfahren? Übrigens gab es 2016 eine Studie der UN, die herausgefunden hat, dass wir 50% mehr Fische fangen, als wir bisher dachten, weil sich einfach keine Sau an die Regeln hält. Weder die Länder noch sonst wer. Und wie gesagt, niemand kann es wirklich kontrollieren. Wenn wir so weitermachen, dann geht die UN davon aus, dass wir bis 2050 keine Fische mehr in unseren Ozeanen schwimmen haben. Aber Plastik, hey, wir können Fische aus Lego bauen. Wir stehen also wortwörtlich vor einem rot blinkenden Countdown. Und den sollten wir wirklich erwischen, denn wenn wir es bis 2030 nicht schaffen, unsere Emissionen radikal zu verringern, dann haben wir ein großes Problem. 9 der 10 heißesten jemals aufgezeichneten Jahre jemals waren nach dem Jahr 2000. Mit den 4 heißesten Jahren jemals, den letzten 4 Jahren. 2014, 2018, 2017, letzten 5 Jahren, sorry, ich bin sehr gut in Mathe. 2015, wo laut UN übrigens 9 Millionen Menschen allein an Klimaumständen gestorben sind. Und 2016 mit dem heißesten Jahr, was jemals verzeichnet wurde. Aber verzaget nicht, dieses Jahr haben wir schon wieder ein paar neue Klimarekorde gebrochen. Also hey, wir mögen es ja, Rekorde zu brechen. Wenn wir also 2030 nicht diese ominösen 2 Grad Klimaerwärmung stoppen, wenn wir die nicht untertreiben, wollte ich gerade sagen, wenn wir die nicht unterbieten, dann haben wir wirklich ein ernsthaftes Problem, wo nicht nur Tiere, sondern auch Menschen enorm leiden werden. Jetzt habe ich euch erstmal schön die Laune versaut, sorry, aber Leute, ich bin Veganer, das ist mein Job. Aber ich habe euch natürlich auch ein paar schöne Dinge mitgebracht, unter anderem dieses Zitat von Bill Mollison, das ist einer der Erfinder, der Begründer der Permakultur, der geschrieben hat, obwohl die Probleme der Welt immer komplexer werden, bleiben die Lösungen peinlich einfach. Und die Lösungen sind peinlich einfach. Eine Lösung, um all diese Probleme wirklich rapide in den Griff zu kriegen, ist pflanzliche Ernährung. So einfach und so bescheuert das klingt. Aber wir können damit wirklich unglaublich viel sparen. Ich habe mal meinen eigenen CO2-Wert ausgerechnet auf dieser Footprint-Calculator-Seite. Und der Durchschnitt von deutschen Bürgern liegt, wie gesagt, bei 3,2 Erden pro Mensch und mein Wert lag bei 0,8 dieses Jahr, wobei ich jetzt für ein veganes Projekt in die USA fliege, da ist er direkt auf 1,8 hochgeschossen. Vielen Dank. Aber wir können wirklich ganz, ganz viel verändern, indem wir unsere eigenen Lebens,
Umstände verändern. Das ist jetzt nicht nur Ernährung, das ist auch, wie wohnen wir, wie viel reisen wir, haben wir ein Auto, haben wir elektrische Geräte, all sowas. Sehr, sehr spannend. Das Irre ist, dass die Tierhaltung oder die tierische Ernährung mit Tierprodukten wirklich so unfassbar ineffizient ist, dass wir das mit anderen Produkten niemals so machen würden. Pro 100 Kilokalorien Energie, die wir in so ein Tier stecken als Tierprodukt, verlieren wir unglaubliche Prozentsätze. Allein für ein Ei, wo wir 100 Kilokalorien Energie reinstecken, kriegen wir nur 22 Kilokalorien raus. Bei Milch nur 40 Kilokalorien, bei Huhn nur 12, bei Schweinefleisch nur 10 Kilokalorien und bei Rindfleisch, was das absolut Furchtbarste ist, verlieren wir 97% der Energie, die wir in dieses Produkt stecken. Das würden wir bei keinem anderen Produkt so mitmachen. Stellen wir uns vor, wir wollen 3 Kilometer Auto fahren, müssten aber für 100 Kilometer tanken. Das würde niemand mitmachen. Bei Fleisch machen wir das aber und bei Tierprodukten. Und das finde ich wirklich irre. Wir sparen also eine ganze Menge, unter anderem eben auch Wasser. Ich habe mir mal angeschaut, wie viel wir eigentlich so pro 1000 Liter Wasser an Lebensmitteln bekommen würden. Und das finde ich ziemlich cool. Wir würden pro 1000 Liter Wasser, also an Tierprodukten, entweder 0,04 Gramm Milchschokolade bekommen oder, nicht und, 0,06 Gramm Rindfleisch, 16 Gramm Schweinefleisch, 14 Gramm Käse, 18 Gramm Butter, 23 Gramm Hühnerfleisch, 300 Milliliter Milch, ich bin fast satt, oder, nicht und, oder 5 Eier. Gar nicht mal schlecht. Was kriegen wir für 1000 Liter Wasser an pflanzlichen Lebensmitteln? Wir bekommen 300 Gramm Datteln, auch sehr wasserintensiv, oder 300 Gramm Reis, 1,1 Kilogramm Mais, 1,5 Kilo fast Äpfel, 4 Kilogramm Kartoffeln. Ich stehe sehr auf Kartoffeln und ich stehe auf Rechtschreibfehler. Herzlichen Glückwunsch. 5 Kilogramm Kohl, 5,5 Kilogramm Tomaten oder 7,5 Kilogramm Salat. Salat, ja gut. Aber wir können das ja kombinieren. In Kombination erhalten wir nämlich für 8000 Liter Wasser entweder 480 Gramm Lebensmittel oder über 25 Kilogramm Lebensmittel. Wovon werden wir eher satt? Und da sind wir direkt wieder bei einer humanitären Sache. Wovon können wir was ganz Verrücktes tun und anderen Menschen was abgeben? Denken wir an die über 800 Millionen Menschen, die weltweit Hunger leiden. Veganismus ist also nicht nur ein tierrechtliches Problem oder eine tierrechtliche Sache, sondern eben auch eine humanitäre Sache. Wir können also sehr vielen Menschen mit Wasser und mit Nahrung mehr aushelfen, wenn wir uns pflanzlich ernähren. Die pflanzliche Ernährung, die rein pflanzliche Ernährung, der Veganismus ist also rein umwelttechnisch die sinnvollste Ernährung, die es gibt. Meiner Meinung nach auch rein ethisch, beste Ernährung ever. Aber um Ethik geht's hier nicht. Die Ethik kann euch vollkommen egal sein. Tiere können euch vollkommen am Arsch vorbeigehen. Dem Klimawandel ist das egal. Egal, was die AfD sagt, die Sonne scheint so gern. Auch gesundheitlich ist die vegane Ernährung super, aber das ist nicht mein Fachgebiet. Da empfehle ich euch andere Vorträge, unter anderem Nico Rittenau ist da sehr versiert. Und wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, es waren so viele Fakten, es waren so viele Zahlen, ich bin überfordert. Es geht nicht darum, dass wir von heute auf morgen alle sofort vegan werden. Das ist für die meisten nicht so leicht möglich, war es für mich auch nicht. Es geht darum, dass wir anfangen, vorwärts zu gehen. Und es geht darum, dass wir weitergehen und dass wir immer versuchen, noch besser zu werden. Und wenn ihr euch in irgendeiner Form dafür interessiert und die ersten Schritte machen möchtet, habe ich euch hier ein paar Links aufgeschrieben, wo ihr super anfangen könnt, wo ihr Freunden, Familien, Bekannten, Freundinnen, Freunden das empfehlen könnt, damit die erste Schritte gehen können. Denn es geht wirklich um Schritte. Es geht um Vorwärtsgehen und um nicht stehen bleiben. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich lebe vegetarisch und ich esse nur zwischendurch mal ein Stück Käse, super cool, versucht jetzt mal den Käse wegzulassen. Also, wir können immer noch mehr. Und ich bin selber weit davon entfernt, irgendwie perfekt zu sein. Wir können nicht perfekt sein. Wir müssen weiterhin imperfekt sein, unperfekt. Aber wir müssen besser werden. Denn wir haben es wirklich mit einem Countdown zu tun. Und was wollen wir unseren zukünftigen Generationen sagen? Sorry, aber Hafermilch schäumt nicht ganz so gut im Kaffee. Der Burger von Beyond Meat schmeckt sehr gut, aber er schmeckt nicht ganz so wie Fleisch. Oder der vegane Käse schmeckt nicht ganz so wie der, den ich kenne. Das stimmt. Aber wenn die Welt kaputt ist, dann können wir auch nicht ganz so gut leben wie jetzt. Dann können wir ganz schön viel schlechter leben. Und das ist das Ding. Es geht um Prioritäten. Und wir können uns ein kleines Stückchen verändern oder wir können uns später sehr viel mehr verändern, indem wir größtenteils sterben. Also es ist wirklich, wirklich fatal. Und wir können mit einfachen und sehr leckeren Schritten diese Veränderung selber vornehmen. Das ist, was wir selber machen können.
Das müssen wir nicht der Politik in die Hand geben, das müssen wir niemandem sagen, dass die das machen sollen. Das können wir selber machen. Und das finde ich ziemlich cool. Und Hafermilch schäumt mittlerweile übrigens hervorragend, muss ich sagen. Und wir sind auch nicht allein. Wir sind mittlerweile ca. 1,5 Millionen Veganerinnen und Veganer in Deutschland. Und jeden Tag kommen ca. 200 dazu und 2000 Vegetarierinnen und Vegetarier. Ungefähr. Das finde ich ziemlich cool. Wenn ihr jetzt also sagt, hey, super, ich möchte jetzt vegan leben oder ich lebe schon vegan, ich esse Tofu-Wurst, ich bin geil, ja, dann geht raus und erzählt es allen. Perfekt. Ich meine, wer von euch kennt diesen super unabgedroschenen Witz, wie erkennt man einen Veganer auf einer Party? Er sagt seinem, super, geil, sagt es allen. Ja, geht auf Partys und erzählt es allen. Seid ein bisschen nervig, seid bitte nett, aber seid ein bisschen nervig, stört ein bisschen, weil das Ding ist, wir haben keine Zeit mehr, um leise zu sein. Wir haben wirklich keine Zeit mehr. Wir müssen etwas lauter werden, wir müssen deutlich lauter werden und wir müssen mehr darüber reden, denn wir müssen die Menschen informieren. Wir sollen sie nicht vor den Kopf stoßen, wir müssen sie mit ins Boot holen und mit ihnen gemeinsam weitere Schritte gehen. Und das können wir alle. Und jetzt dachtet ihr, okay, ich mache vegan, jetzt muss ich nichts anderes mehr machen. Pustekuchen, wir können noch viel mehr machen. Es gibt dann nämlich noch dieses kleine Problem namens Food Waste oder Lebensmittelverschwendung. Und das betrifft vegan lebende Menschen wie auch omnivor lebende Menschen, denn jedes Jahr schmeißen wir weltweit ca. ein Drittel unserer Lebensmittel weg. Sowohl weltweit als auch in Europa mit 88 Millionen Tonnen. Weltweit sind es 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel, die weggeschmissen werden. Und das kostet die EU jedes Jahr 14,3 Milliarden Euro kostet uns das jedes Jahr in der EU. Und es erzeugt nebenbei noch 8% der weltweiten Klimagase. Nur unser Essensmüll, den wir wegschmeißen. Wer schmeißt so viel weg? McDonald's bestimmt. Gucken wir uns das mal an. 11% der Lebensmittel, die weggeschmissen werden, landen in der Produktion im Müll. Also zum Beispiel dann krummes Gemüse oder Kartoffeln, die auf dem Feld liegen bleiben, sowas. 19% gehen in der Verarbeitung flöten. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in so einer Verarbeitungsfabrik war. Ich war in der 10. Klasse mal bei Stork und da wurde jedes Toffifee, wo die Nuss nicht in der Mitte war, wurde aussortiert in den Schweineeimer. Ich habe geweint. 12% gehen in der Gastronomie flöten. McDonald's schmeißt also gar nicht so viel weg. 5% im Handel, wer schmeißt denn dann noch so viel weg? Scheiße. Schon wieder wir. Müssen schon wieder wir selber was machen. Was soll das denn? Die Politiker. Ja, die auch. Aber wir müssen eben auch was verändern. Denn wir schmeißen am meisten weg. Das heißt aber auch, dass wir am meisten an der Stellschraube drehen können und wir am meisten ändern können. Was können wir also tun? Und das hier sind jetzt vielleicht Tipps, die einigen von euch etwas offensichtlich vorkommen, anderen vielleicht nicht. Deswegen sage ich einfach alles. Wie können wir also mehr verwenden, statt zu verschwenden? Wir können die Woche durchplanen und nicht so viel Impuls kaufen. Ja, das so hungrig einkaufen gehen ist nicht so gut. Ich weiß, wovon ich rede. Ja, wir sollten vielleicht nur so viel kaufen wie nötig. Also nicht unbedingt irgendwie den 50er-Pack Paprika, sondern nur zwei. Wir können vorbereiten und aufbewahren. Wir können vorkochen für den nächsten Tag. Wir können einfrieren. Und ja, wir können noch zweimal hintereinander dasselbe essen. Ich bin Schauspieler, ich weiß, wovon ich rede. 5 Tage hintereinander Haferflocken mit Banane, kein Problem. Und wir können uns natürlich mit anderen zusammentun. Ja, das heißt, wir können zum Beispiel, wenn wir einen Kuchen backen und wir wollen den Rest des Kuchens nicht wegschmeißen, dann können wir den unseren Nachbarn geben. Wenn wir Menschen sind, die Kuchen teilen. Keine Ahnung. Manche Menschen machen sowas. Aber wir können uns wirklich zusammentun. Wir können gemeinsam einkaufen. Wir können uns mit WG-Partnerinnen, WG-Partnern, Kolleginnen, Kollegen, wir können uns zusammentun, gemeinsam einkaufen, auch gemeinsam mehr kochen. Wenn ihr Menschen habt, die zum Beispiel noch nicht so richtig wissen, wie ist das mit vegan oder so, ladet sie zum Kochen ein. Fantastisch. Außerdem gibt es hervorragende Institutionen, die der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken, zum Beispiel Etepetete, die verkaufen so Biokisten aus unschönem Gemüse, hässlichem Gemüse. Dann gibt es hier in Berlin Surplus, das ist ein Markt, der verkauft, glaube ich, gerettete Lebensmittel. Und es gibt eine App namens Too Good To Go, wo ihr auch gerettete Lebensmittel abholen könnt. Worüber ich am meisten allerdings berichten kann, weil meine Frau das seit 2 Jahren sehr erfolgreich macht, ist Foodsharing. Foodsharing ist ein gemeinnütziger Verein, der Lebensmittel rettet seit 2012. Und zwar eine ganze Menge. Ich glaube, die Zahlen stimmen schon gar nicht mehr, aber es sind über 21.000 Tonnen Lebensmittel aus über 5.000 Betrieben, die sie schon gerettet haben. Und es ist wirklich eine ganze Menge. Es geht bei Foodsharing nicht darum, bedürftigen Menschen etwas wegzunehmen. Es geht darum, dass wir viel zu viel haben. Selbst die Tafeln schmeißen noch weg. Selbst die Tafeln rufen panisch bei Foodsharing an und fragen, könnt ihr bitte abholen? Es ist so viel da und das System ist wirklich pervers. In Großmärkten, da haben sie zum Beispiel Knebelverträge mit den Milchproduzenten, dass sie Schulmilch auch in den Schulferien weiter kaufen müssen. Die gehen direkt so durch in den Müll. Und sie kaufen teilweise die doppelten Gebinde, weil sie wissen, es ist billiger als weniger zu kaufen. Das heißt, sie kaufen das Doppelte und schmeißen die Hälfte weg. Das ist billiger.
das System ist pervers, aber wir können es insofern ausnutzen, dass wir ihm entgegenwirken können und Lebensmittel retten. Das kostet nichts, das ist gemeinnützig, da kriegt ihr kein Geld für, da müsst ihr kein Geld für bezahlen. Es geht auch nicht darum, dass wir Geld sparen, das ist ein netter Nebeneffekt, aber es geht darum, dass wir Ressourcen sparen und es wird so viel gespart. Als das erste Mal meine Frau mit 800 Kilogramm roten Trauben ankam, wusste ich, oh, alles klar. Es ist wie eine Mischung aus Albtraum und Schlaraffenland, ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich wahnsinnig. Und wenn ihr noch Tierprodukte esst, aber ihr wollt es, diese Industrie nicht mehr unterstützen, dann esst erstmal gerettete Lebensmittel, die noch aus tierischem Ursprung sind. Und dann fällt euch die Umstellung vielleicht leichter. Aber es ist wirklich, wirklich wichtig und wir können eine Menge verändern. Ich muss mal meine Frau angucken. Wir versorgen wie viele Menschen ungefähr pro Woche? Je nach Aufwand. So 50 bis 100 Menschen jedes Jahr, jede Woche werden von unserem Haushalt versorgt, dadurch, dass meine Frau Lebensmittel abholt. Ja? Und die macht das jetzt in relativ großem Stil. Das müssen wir nicht so viel machen. Wir können alle in so großem Stil abholen und retten, wie wir wollen. Aber es können sehr viele Menschen davon leben. Und wir sind in einem Drei-Personen-Haushalt und wir geben im Monat maximal 50 Euro für Essen noch aus. Wir haben volle Kühlschränke, wie man sieht. Also wir können wirklich eine Menge tun. Jetzt noch ein paar Quick-Tipps für diejenigen, die sagen, ich möchte aber noch mehr tun und ich rette schon Lebensmittel oder mir ist das alles nicht so wichtig. Wir können noch an andere Dinge denken. Zum Beispiel an Palmöl. Palmöl ist mittlerweile in über 50% unserer Lebensmittel und für Palmöl, für reguläres Palmöl, konventionelles Palmöl, werden sehr viele Regenwälder abgeholzt, brandgerodet und es werden Menschen aus ihren Lebensräumen vertrieben, ebenso wie Tiere. Sehr viele Tiere müssen dran glauben und viele Menschen werden auch teilweise in sehr schwierige und sehr furchtbare Arbeitsverhältnisse gezwungen. Das Ding ist, dass 91% des verwendeten Palmöls hauptsächlich in Kraftstoffen landet. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, ich möchte keine Kekse mehr mit Palmöl kaufen, fahre aber mit meinem Diesel ganz, ganz weit bis zum Aldi, bringt das auch nicht so viel. Und das Problem ist auch, dass Palmöl relativ ressourcenschonend ist, weil es wenig Land verbraucht. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, ich verbrauche ab jetzt einfach nur 50 Kilo Kokosöl, ist es gut und schön, aber Kokosöl verbraucht das 17-fache an Land von Palmöl. Das heißt, wir sollten vielleicht schauen, dass wir einfach generell unseren Ölkonsum runterschrauben. Und Biopalmöl gibt es Verbände, die sich für nachhaltig produziertes Palmöl einsetzen. Ich weiß nicht, wie viel davon Greenwashing ist. Ich kann es euch nicht sagen. Ich bin nicht komplett super tief in diesem Thema, deswegen ist es nur ein Quick-Tipp. Wenn euch Palmöl interessiert, recherchiert da gerne weiter. Und wenn irgendjemand von euch mehr Ressourcen hat, immer gerne zu mir. Plastik ist natürlich auch was in unserem Alltag ist. Das kommt langsam etwas mehr an. Wir fangen an, über Plastiktüten und so nachzudenken und über Strohhalme. Das Witzige ist, dass über 40% des weltweiten Plastiks, was im Meer ist, aus der Fischerei kommt. Fischernetze, Fischkörbe, Fangleinen, ist alles Plastik, was im Meer landet und was da bleibt. Das heißt, statt dass wir jetzt anfangen, darüber nachzudenken, ob wir Strohhalme verbannen sollten, sollten wir vielleicht lieber aufhören, Fisch zu essen. Aber wir können natürlich auch da mehr machen. Schaut euch einfach in eurem Alltag um. Was ist bei mir eigentlich so im Haushalt aus Plastik? Gerade so im Badezimmer natürlich, so Kosmetika und Co. Es gibt Q-Tips aus Bambus und es gibt natürlich so Sachen wie Dinge aus Glasflaschen, ganz klar. Es gibt verpackungsfreies Shampoo, es gibt Bambuszahnbürsten. Wir können einfach an sehr vielen Orten an Plastik sparen und auch da gibt es eine wundervolle Ressource, nämlich wastelandrebel.com. Das ist die Shia Su aus Köln, die seit Jahren Zero Waste betreibt und da ganz, ganz viele tolle Tipps und Tricks hat. Also auch da geht es nicht darum, dass wir perfekt sind, sondern dass wir Schritte gehen und besser werden. Und das führt mich natürlich so ein bisschen zum Überthema, wie viel müssen wir eigentlich konsumieren, wie viel brauchen wir eigentlich immer so. Und bevor ich dazu sehr ins Thema gehe, einfach nur ein Denkanstoß, müssen wir immer alles neu kaufen? Ich habe so ein bisschen immer so die Mentalität gehabt, okay, ich habe ein Problem, welches Produkt kann dieses Problem lösen? Amazon.de? Ja, aber brauchen wir wirklich immer alles und müssen wir immer alles gekauft haben? Oder gerade Dinge wie Werkzeuge, die wir nicht jeden Tag brauchen, können wir die vielleicht auch teilen? Was glaubt ihr zum Beispiel, wie lange eigentlich so eine Bohrmaschine bohrt? Vom Kaufdatum bis zum Datum, wo sie im Müll landet. Wie lange bohrt so eine Bohrmaschine? 12 Minuten. Wer bietet mehr, wer bietet weniger? 40 Stunden. Ihr wollt was sagen, ihr könnt nichts falsch sagen. Das ist einfach wie die insgesamte Bohrdauer zusammengezählt. 18 Minuten, ein Jahr. Halbe Stunde? Zwei Jahre? Du hast recht, du warst schon mal im Vortrag, ich weiß es nicht, du hast ihn vielleicht schon gesehen oder du bist sehr gebildet. Glückwunsch auf jeden Fall an dich. Es sind 12 Minuten. Die reine Bohrdauer, die eine Bohrmaschine hat,
sind 12 Minuten, bis wir sagen, die ist schon ein bisschen alt, die schmeiße ich mal weg. Und das ist ganz schön krass. Und das ist natürlich nur ein Beispiel von vielen. Wir haben so viele Gegenstände, die wir kaum benutzen, wo wir eine sagen, trage ich das wirklich noch? Das heißt, lasst uns drüber nachdenken, wie wir Dinge vielleicht, die wir nicht so oft brauchen, teilen können, gemeinsam nutzen können. Und auch da gibt es wundervolle Ressourcen. Zum Beispiel für genau diesen Punkt gibt es pumpipumpe.ch, der bescheuerste Name meines Lebens. Aber es ist eine großartige Seite, da könnt ihr nämlich Aufkleber kaufen, die ihr euch zum Beispiel auf den Briefkasten kleben könnt und sagen könnt, übrigens, ich verleihe meinen Rasenmäher. Viele, viele Sachen, großartig. Dann gibt es natürlich noch Kleidertauschbörsen. Das ist in Berlin hier wahrscheinlich ein alter Hut. Aber Kleidertauschbörsen sind großartig, wenn ihr Klamotten habt, die ihr nicht mehr tragt oder wenn ihr Klamotten braucht. Sucht nach Kleidertauschbörsen. Es gibt so viele Klamotten. Wir haben so viele Klamotten in unseren Kleiderschränken. Denkt mal drüber nach, wie viele Klamotten habt ihr wirklich in eurem Kleiderschrank, die ihr tragt? Wie viele Schuhe habt ihr wirklich, Damen und Herren? Und alles, was dazwischen liegt? Also, wie viele Kleider tragen wir wirklich? Wie viel brauchen wir wirklich? Auch da können wir dann, bevor wir die wegschmeißen, zu Kleidertauschbörsen bringen und selber noch für umsonst Kleidung kriegen. Das ist also ganz wundervoll. Bookcrossing.com, da könnt ihr Bücher hinschicken und selber abholen, ich glaube auch zusenden lassen, damit ihr auch da Bücher nicht immer neu kaufen müsst. Und was ich super cool finde, katzensprung.de ist eine Seite, die nahe Urlaubsorte bewirbt. Also Urlaubsorte, wo wir nicht 13 Stunden hinfliegen müssen. Es muss also nicht immer Bali sein oder Mallorca, es kann auch irgendwas sein, was wir mit dem Zug erreichen. Und da komme ich zur Mobilität. Müssen wir immer mit Auto fahren? Müssen wir immer mit dem Flieger ganz schnell mal nach Köln zischen oder kann es auch etwas anderes sein? Ich selbst habe kein Auto. Ich kann euch sagen, es ist super easy heutzutage mit dem Zug überall hinzukommen. Nicht immer super easy, aber die Deutsche Bahn ist nicht perfekt. Sie bemüht sich manchmal. Wir können super viel mit dem Fahrrad fahren. Wir können super viel zu Fuß gehen. Das haben wir manchmal auch so ein bisschen vergessen. Wir können laufen. Das ist irre. Wer von euch fährt, ich meine, ich bin hier in Berlin, ich wurde ja letztes Mal total überrascht. Wer von euch fährt mit dem Auto zur Arbeit oder zur Schule oder zum Dings? Okay, Berlin, ich muss nichts weiter sagen, ihr seid super. Diejenigen von euch, die mit dem Auto fahren, fragt euch, müsst ihr wirklich mit dem Auto fahren? Und wenn ja, könnt ihr euch mit anderen Menschen zusammentun? Oder müsst ihr wirklich alleine fahren? Und gerade das Fliegen ist halt so ein Ding. Ich habe mal beim Bundesverband für die deutsche Luftfahrt nachgeschaut und da finde ich es ganz spannend, dass wir für Kurzstreckenflüge, fragt mich nicht nach der Physik oder Chemie dahinter, für Kurzstreckenflüge letztendlich mehr Kerosin pro 100 Kilometer und pro Person verbrauchen als für Langstreckenflüge. Bei einem Langstreckenflug, wegen Start, Landung, Krams, danke, ihr seid super. Wir als Start und Landung natürlich besonders viel verbrauchen, dazwischen nicht so viel liegt. Heißt nicht, dass wir sagen sollen, cool, ich mache nur noch ganz viele Langstreckenflüge. Aber wir sollten einfach darauf achten, dass wir möglichst wenig fliegen. Ich sage das im Gedanken, dass ich in einer Woche fliege, fantastisch. Ich habe mir zur Regel gemacht, für mich persönlich, dass ich nicht mehr in den Urlaub fliegen werde. Ich werde nichts mehr privat machen, wo ich einfach nur so hin will, wo ich fliegen muss. Weil, keine Ahnung, entweder fliegen oder halt Zukunft. Ich fliege jetzt, weil ich in der Tat eine vegane Dokumentation drehe. Deswegen habe ich gesagt, okay, diese Spezialisten kriege ich leider nicht in Deutschland. Und manchmal ist sogar der Zeitvergleich gar nicht mal so krass. Also gerade so ein Flug Köln, Berlin ist je nachdem mit Check-in, Check-out, zum Flughafen, vom Flughafen weg, nicht immer so viel kürzer. Manchmal schon, manchmal weniger. Und manchmal dauert die Bahn sehr lang, das stimmt. Aber in der Bahn kann man auch Sachen machen. Dann noch ein super kurz angerissenes Thema, weil es hier den Rahmen sprengen würde zeitlich, ist biozyklisch veganer Anbau. Wer hat schon mal was davon gehört? Cool, ach Berlin. Biozyklisch veganer Anbau setzt sich für rein pflanzliche Landwirtschaft ein. Denn, schockschwere Not, unser reguläres Gemüse und auch unser Biogemüse sind nicht vegan. Denn auch da werden neben Dünger auch Blutmehl, Knochenmehl, Hornmehl als Düngemittel verwendet. Und das heißt, auch da landen teilweise Antibiotikareste etc. in unserem Gemüse und in unserem Obst. Ist nicht optimal. Und der biozyklisch vegane Anbau, der Förderkreis, setzt sich dafür ein, dass wirklich rein pflanzliche Landwirtschaft eingesetzt wird. Und die haben mittlerweile sogar dieses Label, wo ihr in Biomärkten Produkte gelabelt sehen könnt, die genauso angebaut wurden. Ist noch nicht super weit verbreitet, aber es verbreitet sich. Und wenn ihr möchtet, es gibt eine Doppelfolge mit der wundervollen Anja Bonsheim im Veggie World Podcast, wo ihr das Ganze nachhören könnt. Puh, okay, ein kurzer Schluck Wasser. Vielleicht habt ihr euch jetzt nur einen Bruchteil von dem gemerkt, was ich gesagt habe. Ist vollkommen cool, wenn ihr euch eine Sache gemerkt habt, die ihr irgendwie wichtig findet, dann bin ich super happy. Wenn ihr das jetzt nehmt und damit rausgeht und was damit macht, bin ich noch viel happier. Denn
Es reicht, wie gesagt, nicht mehr, dass wir konsumieren. Es reicht nicht mehr, dass wir leise für uns vegan sind. Wir müssen rausgehen und Dinge tun. Und wie wir das am besten können, ist, indem wir unsere Kompetenz maximieren. Und unsere Kompetenz maximieren wir, ich habe 7 Jahre lang Firmenmanagement, Kommunikationstraining gemacht, indem wir können plus wollen plus dürfen verbinden. Also wenn wir das nehmen, was wir am besten können, und das nehmen, was wir am meisten wollen, was uns am meisten triggert, und das dann kombinieren mit dürfen, im Bestfall, und damit unsere Kompetenz maximieren. Das heißt, nehmt das, was euch heute zum Beispiel am meisten angetriggert hat. Sei das Plastik, sei das Lebensmittelverschwendung, sei das Fischerei, sei das irgendwas, Veganismus. Und dann guckt, was ihr besonders gut könnt. Und wir können alle etwas besonders gut. Und dann geht raus und macht das. Und vernetzt euch im Bestfall mit anderen Menschen, die genau dasselbe machen möchten. Und damit erreicht ihr dann die maximale Kompetenz. Und ich sehe mein erstes Schildchen. Ich bin super gut in der Zeit. Und das fühlt sich manchmal an, und ich fühle das manchmal wirklich sehr, es fühlt sich manchmal an, als wären wir ein Tropfen auf einem heißen Stein. Und es fühlt sich besonders gerade so an, als wenn ich sehe, dass der Regenwald in Südamerika brennt, was das Zeug hält. Und ich denke, was tue ich hier eigentlich? Aber wir sind wirklich verdammt viele Tropfen, Leute. Und wir können eine Menge erreichen. Und wir müssen vor allem gemeinsam mehr erreichen. Und wir müssen mehr Stimmen hören aus mehr verschiedenen Richtungen. Und das fühlt sich jetzt vielleicht total komisch an, das von einem weißen, hetero, Mittelklasse, Cis-Mann zu hören. Aber die vegane Bewegung hat wirklich genug weiße, hetero, Mittelklasse, Cis-Männer, die euch sagen, wo es lang geht. Wir brauchen mehr Menschen, die diverser sind. Wir brauchen mehr Diversität. Das heißt, ich bitte euch alle, dass ihr eure Kompetenz nutzt, dass ihr auf Bühnen geht, dass ihr ins Rampenlicht kommt, um mehr für diese Bewegung zu tun. Denn es braucht wirklich uns alle. Und nur um euch einen kleinen Tritt in den Hintern zu geben, falls diese Motivation noch nicht gereicht hat. In den letzten 40 Minuten, wo ich hier geredet habe, ist Folgendes passiert. 3 Tier- und Pflanzenarten sind für immer ausgerottet worden. Momentan wahrscheinlich mehr, weil der Regenwald noch mehr brennt als sonst. 13 Kälber sind in Deutschland im Mutterleib erstickt, weil ihre Mütter schwanger geschlachtet wurden, weil ihre Milchleistung runtergegangen ist und sie deswegen nicht mehr wirklich effizient waren für die Milchindustrie. Das sind also vegetarische Kühe. 22 Wale und Delfine wurden in Fangleinen und Netzen gefangen. 235 Kinder weltweit unter 5 Jahren sind verhungert. Die Fläche von Berlin wurde an Regenwald verbrannt. Nochmals heute mehr. 3.800 Küken in Deutschland wurden geschreddert, weil sie männlich sind und damit der Eierindustrie leider nicht dienlich. 7.500 Haie wurden gefangen. 24.000 Kühe weltweit geschlachtet. 5,3 Millionen Hühner und 80 Millionen Fische. In den letzten 40 Minuten. Wir alle können etwas tun. Wir alle haben meiner Meinung nach die verdammte Verantwortung, etwas zu tun. Und wir können alle etwas tun, egal woher wir kommen, egal woran wir glauben, egal wen wir lieben, wie viele wir lieben, egal woher. Wir können alle unsere Kompetenz maximieren. Und nun mein Beispiel, weil ich, wie gesagt, nichts großartig Sinnvolles gelernt habe. 2015 haben meine Frau und ich einen veganen Imbisswagen eröffnet, den Wunderwagen. Den haben wir 2 Jahre lang sehr erfolgreich geführt. Wir haben tausende Essen ausgeliefert, wir haben mit tausenden Leuten gesprochen, tausende Gespräche geführt und Menschen Impulse gegeben. Wir hatten keinen Peil, was wir da tun, wir haben es einfach gemacht. Unter anderem, weil meine Frau so mega cool ist, haben wir es auch hingekriegt. Ich beschäftige mich seit 2017 wieder ernsthaft mit Fotografie. Seitdem habe ich jetzt 4 Bücher fotografiert, mehrere Magazincover und kann so in der veganen Bewegung irgendwas nützlich sein. Der Podcast wird in allen dunkelblau markierten Ländern, wobei es nicht ganz stimmt, weil Deutschland wird auch runtergeladen. Wir haben sogar 22 Downloads aus Ruanda. Und seit März diesen Jahres arbeite ich an der weltweit ersten veganen Dokuserie Planet Vegan, die übrigens am 5. Oktober hier in Berlin Premiere feiert mit einer Doppelfolge. Tickets gibt es online. Und danach gibt es auch eine wundervolle Afterparty, die es wirklich in sich hat. Ich habe heute das Catering probiert, das wird super. Und wir haben Flyer. Oh, vielen Dank. Meine Frau ist super, was soll ich sagen? Wir haben Flyer dabei. Informiert euch gern drüber. Es ist eine irre Serie, 7-teilig, die einen kompletten Rundum-Infoschlag um die vegane Bewegung liefern wird. Und wir planen, Mitte nächsten Jahres damit auf Netflix zu kommen. Es ist ziemlich spannend. Warum sage ich euch das? Weil ich so ein cooler Typ bin? Nein, weil ich euch sagen möchte, dass wir das alle können. Wir können alle schauen, was wir erreichen können, was uns am meisten triggert und was wir wo am meisten können. Also geht raus und rettet die Welt. Es macht Spaß. Es ist cool. Ihr trefft die besten Leute, die ihr jemals treffen werdet. Ich spreche aus Erfahrung. Also wenn ihr möchtet, zieht euch den Kram rein, den ich tue. Hört euch den Veggie World Podcast an. Es lohnt sich. Und das vor allem wegen meiner hervorragenden Interviewgäste.
Und wenn ihr möchtet, schaut euch meine Quellen an. Ich spule gleich nochmal zurück. Und wenn ihr mögt, schaut auch bei meiner Grafikdesignerin vorbei, die übrigens vegan ist und die ganze Präsentation umsonst gemacht hat, in einer Windeseile für mich. Und natürlich vielen Dank an meine Frau offensichtlich, weil ohne die ständig heute eh nicht hier. Also, wenn ihr mögt, schaut es euch an. Wenn ihr Fragen habt, ich bin gleich noch in dem Zelt, in dem Meet-and-Greet-Zelt und stehe euch für alle Fragen bereit, solange ihr mögt. Und ansonsten danke ich euch sehr für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Spaß beim Weltretten. Vielen Dank. Dankeschön.